Oh, und die Spitze ist direkt abgebrochen. Na, ihr Käsekroketten, ich habe online wieder etwas bestellt. Nicht besonders viel. Ich bin mir auch nicht mehr so genau sicher, was. Es gab auch noch ein Geschenk dazu. Und es sind wahrscheinlich wieder Pröbchen drin. Falls ich nicht alle Baugeräusche entfernt bekomme, meine Nachbarn sind jetzt frisch eingezogen und schaffen es im Homeoffice endlich mal Löcher zu bauen. Heute. Das ist das Paket. Das werde ich jetzt mal schnell öffnen. Ich habe immer mal wieder Sachen in den Warenkorb gepackt und wieder raus und was anderes rein. Und dann war die Seite weg. Und dann habe ich das wieder neu gemacht. Also ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt tatsächlich bekomme. Ich habe auch nicht nochmal reingeguckt. Ich wollte mich auch ein bisschen überraschen lassen. Cute. Schöner Look. Ja, ist aber nur Werbung. Okay, Schutz ist drauf. Was habe ich hier? Die Creme hatte ich euch ja letztens vorgestellt. Allerdings ist das die Nachtcreme. Die reguläre Tagespflege gab es halt nicht mehr. Das quietscht aber ganz schön. Ich fand die aber wirklich gut, so dass ich mir halt die Nachtcreme geholt habe, damit die auch wirklich richtig schön einziehen kann. 50 ml, 4,40 glaube ich. Finde ich sehr hübsch, sieht sehr schön aus, das Packaging. Aber warum knirscht das so ekelhaft? Das ist natürlich nicht so schön. Ne? Man hat hier extra noch mal so eine Plastikverpackung reingemacht, damit dieses kleine Pöttchen in diese große Verpackung. Ja, weiß ich nicht, haben sie die Größe verändert? Wollten sie die Verpackung nicht ändern? Das ist jetzt ein kleines Minuspünktchen, aber sonst, ja, auch hier unten ist nochmal ausgehöhlt. Ja, 50 ml, 4,40. Ich fand sie ganz gut. Die testen ist halt ein bisschen schwierig jetzt, aber ich habe sie mir halt gekauft. Von Revolution habe ich mir eine Palette, die Diva-Palette, geholt. Ich glaube, die war auch reduziert. Hallo? Ist hier ein Lieferschein mit mal? Ganz unten. Okay. Lustig, man sieht, dass jemand tatsächlich immer abgehakt hat, dass er das eingepackt hat. Vielleicht seht ihr es so dadurch, die Vertiefung hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das finde ich ganz lustig. Da war jemand gut bei der Arbeit, hat seinen Job gemacht. Die hat nur 7,19 Euro gekostet. Ich habe die nämlich letztens bei meiner Nachbarin gesehen, die ihr aus einem anderen Video vielleicht kennt. Und da ist das Packaging schon so geil, wenn ich es aufbekomme. Also die hat hier nochmal so eine Schutzfolie drum. Die kommt hier nochmal in so einer Schutzfolie. Was ist das? Wieso steht da 5 Sternchen? Ich weiß es nicht. Und die Verpackung ist einfach geil. Glitter. Ich liebe Glitter. Der Liebe muss aber auch niemand. So sieht die Palette aus. Die Fännchen sind relativ groß. Und die Farben sind halt auch echt geil. Also 3 lila Töne. Dieses, ich weiß es gar nicht. So ein Bordeaux-Rot, dann noch so ein Knallrot, ein Gold, ein ganz geiles Rosa, ähnlich wie die Verpackung, und ein Grau. Schauen wir mal, was wir daraus zaubern können. Was habe ich hier noch? Dann habe ich eine Augencreme gegen Falten, genauso wie die hier, also die gleiche Marke, die Ciaia. Ciaia? Auch da scheint die Verpackung wesentlich größer zu sein als das Produkt. Die hat 2 Euro gekostet. Ja, die hat 2 Euro gekostet.
Ja, ganz normale Augencreme, die Verpackung, da hätte quasi die Hälfte von gereicht. Die teste ich mit euch sehr gerne, die trage ich gleich mal auf und die Verpackung kann weg. Dann habe ich, das ist mein erstes Elf-Produkt, die Flawless Finish Foundation, ölfrei in der Farbe Sand. Online bestellen ist immer ein bisschen schwierig. Sie sieht tatsächlich sehr, sehr dunkel aus. Ich habe sonst immer beige, Sand, rosébeige. Das ist tatsächlich von Marke zu Marke unterschiedlich. Und so sieht die aus. Schönes Packaging. Mattglas, Pumpspender. Aber ich befürchte, Sommerfoundation. Was haben wir denn noch? Ich habe mir einen Eyeliner geholt von LA Girl. Fine Line, Long Lasting, Fine Tip, Liquid Eyeliner. Eyeliner. Und ich glaube, da war die Spitze ganz interessant. Die Sachen zu öffnen, ne, ist immer so ein bisschen Endgegner. Und es geht auch nie durch. Man kriegt es nie am Stück ab. Und dann mit den langen Nägeln. So sieht der aus. Und die Spitze stinkt nochmal. Schade. Ich hatte gehofft, dass sie ein bisschen länger, schicker ist. Ich habe ja immer sehr, sehr viele Probleme mit solchen Stiften, dass die nach zwei, dreimal benutzen leer sind. Dann habe ich mir bestellt von Love diesen Aura Glow Powder. Der war irgendwie überall vergriffen und auch bei Douglas und ich glaube auch bei Love auf der Seite nicht mehr erhältlich und bei Cosmetic for Less war er noch da und der hat gekostet 10,95 €. Ich habe hier diesen Catrice Glow Powder, Loose Powder, den finde ich auch ganz gut. Aber irgendwie fand ich den hier immer interessanter. Ist auch schön so, also da ist so ein Glitzer drin und dann ist da halt noch so ein bisschen das Plastik so ein bisschen drüber, dass es so schön 3D aussieht. Und so sieht er aus. Was machst du? Gebackener Puder, vier Farben mit lichtreflektierenden Pigmenten für einen strahlenden Ton. Mit Jojobaöl und Vitamin E für ein pflegendes Hautgefühl. Für alle Hauttöne. Kann feucht aufgetragen, auch als Highlighter verwendet werden. Not so bad. Außerdem ist Glitzer, ne? So, und das letzte war ein Geschenk und Pröbchen gibt es jetzt nicht, oder wie? Es gibt noch mal Rabatt für Hipster Panties und für eine Pflegeserie und noch für irgendeinen Pflegekram. Gut. Es gab da ein paar Sachen zur Auswahl ab 30 Euro. Also wenn man unter 30 Euro kauft, dann gibt es zwei oder drei Pröbchen. Also die Cremes hatte ich ja. Und dann gab es ab 30 Euro verschiedene Sachen. Und ab 40, 50, 60, 70 Euro. Und das ist Retro Luxe. So ein holographischer so ein Lip Duo Lip, keine Ahnung, also mit einem Stift in Lila und so sehr glossig holographisch, oha, ja, wirklich holographisch, also auf der Haut sieht man es noch mal besser und in der Kamera gar nicht. Und Kuss.
Da sieht man es so ein bisschen. Schon schick. Schon schick. Ich war erfolgreich. Halbwegs. Ist da eine Arschspitze hinten dran? Nein. Okay, wie funktioniert das dann? Drehen wahrscheinlich. Oder man schmeißt es halt einfach weg. Oh, und die Spitze ist direkt abgebrochen. Es sah aber auch schon ein bisschen gestaucht aus, muss ich sagen. Ich lege mir das hier mal auf die Hand. Das ist direkt abgebrochen. Und jetzt weiß ich nicht genau. Also Farbe ist schön, aber... Ja. Geschenkten Gaul und so, ne? Also die Farbe zusammen dürfte das ziemlich gut aussehen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Wie soll das funktionieren? Der ist jetzt abgebrochen. Muss ich Plastik anspitzen? Ja, gut. Ich gebe das jetzt mal einfach mit dem Finger hier drüber über das lila Fokus mal. Ja. Muss man auf den Lippen sehen, glaube ich. Von Catrice hatte ich mir jetzt vorhin noch ein Generation Matte Liquid Lipstick geholt in Newtown Express. Und leider habe ich erst beim Aufmachen zu Hause gesehen, dass da irgendjemand schon mal reingeguckt hat. Dadurch, dass es mit den Pröbchen ja jetzt gerade so ist, schwierig. Da guckt man vielleicht auch mal eher in die Produkte. Das macht die Haltbarkeit dann auch ein bisschen doof. Finde ich nicht schön. So klar, es gibt keine Proben. Ich habe jetzt auch nicht reingeguckt. Ich habe von außen gedacht so, ja, Farbe ist schön, nehme ich mit. Hat jetzt schon jemand geöffnet und ich hoffe halt, nur geöffnet und nicht ausprobiert. Das fände ich ziemlich eklig, weiß nicht. Ich sehe da öfter mal Leute, die Sachen, auch Nicht-Tester, auseinandernehmen und auftragen und ach, ekelhaft. Was ist denn los mit den Leuten? Na gut, die Tests kommen wieder in den nächsten Videos und ich hoffe, da sehen wir uns wieder. Bis dahin.